Kollege Oliver Krische hat das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin ja froh, heute auch das ein oder andere nachdenkliche Wort aus den Reihen der Regierungskoalition gehört zu haben. Das unterscheidet sich ja wohltuend von anderen Debatten, die wir vorher auch nach Fukushima hatten. Und es unterscheidet sich wohltuend von dem, was wir im November letzten Jahres erlebt haben, als Sie hier Laufzeitverlängerungen beschlossen haben, als Sie ein Energiekonzept beschlossen haben und das als Jahrhundertwerk, als epochales Machwerk, als leuchtender Pfad. Was habe ich da nicht alles gehört? Und das ist schon gut, dass Sie jetzt einsehen, dass Ihr Energiekonzept der Kern dessen, dass Sie nämlich Laufzeiten verlängern wollen, um damit angeblich die Brücke zu den erneuerbaren Energien zu bauen, dass das in sich zusammengefallen ist. Und meine Damen und Herren, es ist ja völlig richtig, wir haben in der Gesellschaft einen Konsens. Wir haben einen breiten Konsens, raus aus der Atomkraft, rein in die neue erneuerbaren Energien. Die Frage ist doch jetzt nur, sind Sie, die Bundesregierung, die Regierungskoalition in der Lage, diesen Konsens umzusetzen? Das ist die entscheidende Frage, die wir jetzt stellen müssen. Und da frage ich mich, da habe ich ganz erheblichen Zweifel. Ja, da komme ich nämlich jetzt drauf, weil wir haben die Bundesregierung nämlich mal gefragt, was hat sie denn im Rahmen ihres Energiekonzepts außer Laufzeitverlängerung denn eigentlich konkret umgesetzt? Und die Antwort war entwaffnend ehrlich. Nichts. Sie haben außer Laufzeitverlängerung in den letzten Monaten nichts von den anderen Maßnahmen angepackt. Und deshalb gibt es in der Gesellschaft den Zweifel, dass Sie den Konsens raus aus der Atomkraft, rein in die erneuerbaren Energien umsetzen. Nun, meine Damen und Herren, haben wir einen 6-Punkte-Plan von Herrn Röttgen, von Herrn Brüderle vorliegen. Viel Lyrisches, viel Ankündigungen, viel Unkonkretes, auch manches richtig drin. Aber ich habe erhebliche Zweifel, ob das wieder ernst gemeint ist. Und Sie sollten, statt dass Sie weitere Pläne vorlegen, statt dass Sie Konzepte machen, dass Sie sich mal an die Maßnahmen rangeben. Und da gibt es ganz, ganz schön viel Konkretes, was Sie machen könnten. Ich will Ihnen mal ein Beispiel sagen. Wir haben in Deutschland Windkraftplanungen, Windenergieplanungen, 1400 Megawatt. Die werden nur deshalb nicht gebaut, weil die Bundeswehr das verhindert, weil sie sagt, das stört das Radar. Absurderweise, weil die zivilen Luftverkehr, das Radar bei den amerikanischen Streitkräften wird dadurch nicht gestört. Hier müsste nur der Bundesumweltminister mal mit dem Verteidigungsminister reden und dieses Problem lösen. Das könnten Sie heute machen. Das könnten Sie heute anpacken und deutlich machen, dass Sie handeln. Oder das Beispiel Onshore-Windenergie. Der Bundesverband Windenergie hat vor einigen Tagen eine Studie vorgelegt, dass, wenn man die Ziele von Nordrhein-Westfalen und Brandenburg nehmen würde, nämlich 2% der Fläche, und das ist wirklich nicht viel, der Landesfläche für Windenergie zu nutzen, dass wir die installierte Leistung fast verachtfachen könnten in Deutschland. Aber da gucke ich in die Unionsfraktion, da gucke ich in die FDP-Fraktion. Wer blockiert denn in den Ländern den Ausbau der Windenergie? Wer ist das? Es ist überall CDU, FDP, die das blockieren. Hier könnten Sie sofort aktiv werden. Und Herr Mayer, dann besuchen Sie mal Nordrhein-Westfalen, dann besuchen Sie mal Bayern und Baden-Württemberg. Da erleben Sie überall, dass die CDU-Leute vorne an der Front der Blockierer stehen. Und ein anderes Beispiel, Kraft-Wärme-Kopplung. In der Großen Koalition sollte das noch 25% Anteil bei der Stromversorgung haben. In Ihrem alten Energiekonzept taucht das überhaupt nicht mehr auf. Wir haben mit den Kollegen von der SPD eine gemeinsame viele Vorschläge gemacht, wie wir die Kraft-Wärme-Kopplung voranbringen können. Greifen Sie das auf. Das brauchen Sie nur umzusetzen. Dafür braucht man keine Kommissionen, dafür braucht man keine Debatten. Das können Sie sofort machen, wenn Sie es politisch wollen. Tun Sie es einfach. Das wäre richtig, um raus aus der Atomkraft und rein in die erneuerbaren Energieeffizienztechnologien zu kommen. Meine Damen und Herren, und diese Liste
Diese Liste könnte man fortsetzen. Energiesparfonds, erneuerbare Wärmegesetz, CO2-Gebäudesanierungsprogramm, Energieleitungsausbaugesetz. Es gibt etliche Projekte, die wir konkret anpacken können. Sie müssen es einfach nur tun, statt immer die Schuld. Und Herr Mayrhofer, das habe ich bei Ihnen eben wieder rausgehört, trotz aller Nachdenklichkeit, dass Sie die Schuld wieder in andere Richtungen schieben. Sie müssen handeln. Sie müssen den Menschen deutlich machen, dass Sie es ernst meinen mit der Energiewende. Sonst kommen wir letztendlich nicht daran und werden wieder daran scheitern, dass wir diesen Konsens, den es in der Gesellschaft gibt, nicht umsetzen. Und das wäre wirklich das falsche Signal. Machen Sie einen Konsens, aber zeigen Sie, dass Sie ernsthaft handeln wollen und nicht nur den Schuld in andere Richtungen schieben. Wir handeln auch, Herr Mayrhofer. Und zum Schluss noch einen kurzen Satz zum Energiekonzept der SPD. Ich habe da viel Gutes und Richtiges gelesen. Viel deckt sich mit dem, was meine Fraktion im Herbst letzten Jahres vorgeschlagen hat. Da gibt es große Gemeinsamkeiten. Aber an einem Punkt, da kann ich Ihnen nicht folgen, dass Sie nach wie vor das alte Grubenpony vom nationalen Steinkohlesockel reiten, dass Sie sich nicht in der Lage sind, von dieser Technologie zu verabschieden, meine Damen und Herren von der SPD. Das ist einfach nicht zukunftsweisend. Da sollten Sie mal einen Schlussstrich drunter ziehen. Gestern haben wir hier im Parlament beschlossen, dass Schluss ist mit dem Steinkohlenbergbau in Deutschland, dass Schluss ist mit den Milliardensubventionen. Da wäre der Schritt ins 21. Jahrhundert bei Ihnen auch ehrlich und angebracht. Dankeschön. Thank you.